Oranienschule in Wiesbaden. Große Pause, eine besondere große Pause. Heute startet im Innenhof ein spannendes Experiment. Schüler der 9. und 10. Klassen haben Messinstrumente, Videokameras und GPS-Empfänger in ein robustes Gehäuse gepackt. Jetzt soll es mit einem Wetterballon in den Himmel steigen. Bis in die Stratosphäre, 36 Kilometer über den Köpfen der Schüler. Martha Rapstein aus der 10a erklärt uns, wie das Schülerteam das Experiment vorbereitet hat. Wir haben die Bärtierchen jeweils unten gelassen auf der Erde und hochgeschickt, die Bohnensamen auch und das Stickstoffdioxid, da haben wir nur eine Ampulle davon. Wir schauen uns beim Stickstoffdioxid die Farbe an. Wir haben einen GPS-Tracker und auch eine Temperaturangabe und dann können wir sozusagen die Werte in einer Art Tabelle vergleichen und gucken, an welcher Höhe welche Temperatur war und welche Farbe das dann hatte. Oder ja, wie gesagt, die Samen lassen wir keimen und gucken, welche am besten davon keimen können. Und bei den Bärtierchen wollen wir eben mikroskopieren und schauen, ob die überlebt haben. Wir haben einiges vorbereitet, wir haben alles ausgerechnet, wir haben die Flugroute berechnet. Und wir haben auch alles noch zweimal, dreimal gecheckt. Es besteht immer eine Gefahr, dass es schief läuft, aber wir haben alles gut durchgeplant und wir hoffen, dass alles gut läuft. Freigabe haben wir. Wir haben einen GPS-Tracker und damit können wir in der Stratfly-App sozusagen den Standort ja einsehen. Und das brauchen wir ja auch, um sie danach wiederzufinden. Also ein Team von uns, die sind jetzt losgefahren zur Bergung und verfolgen dann sozusagen, wo die Sonde ist und finden sie im besten Fall dann wieder da, wo sie ja runtergefallen ist, weil der Ballon ja platzt oben. Das Videoteam der Oranienschule in Wiesbaden hat das Experiment begleitet. Auf der Explore Science in Mannheim wird es nach mehr interessanten Experimenten suchen, die zeigen, wo überall Mathematik drinsteckt.